Die Faszination von Licht und farbigem Glas ist weit über 1000 Jahre alt. Als geschickte Handwerker darauf kamen, Fensteröffnungen mit einem Geflecht aus Blei und Glas zu schließen, war dieser Zauber geboren. Diese Traditionen, die sich im Wechselspiel der Geschichte und der Moden immer wieder veränderten, erfahren in jüngster Zeit eine ungewohnte Aufmerksamkeit. Dazu hat wesentlich beigetragen, dass weltweit anerkannte Gegenwartskünstler sich von der Leinwand dem Glasfenster zuwandten und sich für diese Architektur- und öffentlichkeitsbezogene Kunstgattung interessierten. Im Naumburger Dom kann man sich zurzeit eine Vielzahl von Arbeiten von Malern, Grafikern und Kunsthandwerkern ansehen, die sich in ihrer jeweiligen Formen- und Farbensprache im Glas neue Ausdrucksformen erarbeiten. Dazu brauchen sie in der Regel immer die handwerkliche Unterstützung qualifizierter Ausführungsbetriebe, denn Glasmalerei ist neben der künstlerischen Arbeit in erster Linie exzellentes Handwerk. Denn nicht umsonst können wir uns heute noch an Glasfenstern erfreuen, durch die schon jahrhundertelang die Sonne scheint und damit den sakralen Raum einzigartig erhält. Auch das ist eine Erkenntnis der Ausstellung. Die Arbeiten sind in der Regel für Kirchenbauten bestimmt. Glasmalerei und moderne Architektur und eine weltliche Nutzung sind eher die Ausnahme. Und so werden in Naumburg auch eine Reihe von Arbeiten gezeigt, die für mittelalterliche Kirchen in Sachsen-Anhalt geschaffen wurden. Die Liste der berühmten Namen ist lang und eindrucksvoll. Die Arbeiten werden in schöner Nähe zum Betrachter qualitätvoll präsentiert. So kann man direkt sehen, wie sich neue Techniken die Glasmalerei erobern. Wie Siebdruck und Klebstoff, Bleistege und Schwarzlotmalerei verdrängen und wie die Tafelmalerei sich auf durchsichtigem Untergrund Raum verschafft. Im Naumburger Dom und den dazugehörigen 4 Korrespondenzstandorten stellen insgesamt 156 Künstler 156 Arbeiten aus. Ein informativer Katalog mit Informationen zu jedem Ausstellungsstück wird gratis angeboten und im Zusammenhang von Ausstellung und Örtlichkeit wird bei jedem Besucher ein bleibender Eindruck entstehen. Der Naumburger Dom ist ein Meisterwerk seiner Zeit, übervoll mit den visuellen Mitteln der Vergangenheit. In seiner Fülle fällt es der aktuellen Ausstellung schwer, sich zu behaupten, aber das braucht sie ja auch nur noch bis zum 2. November. Und bis dahin sind den Glanzlichtern möglichst viele Besucher zu wünschen.